Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP 2. Heute ist Aschermittwoch, also sowas wie politischer Polterabend. Die Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ haben in ihren Reden quasi den Wahlkampf eröffnet. Der Bundespräsident hat zur Zurückhaltung gemahnt. Politikanalytiker Thomas Hofer ist dazu live im Studio. Machthaberer-Chat-Nachrichten zeigen, wie der Investor Michael Theuner Politiker und Medienmacher für seine Interessen mobilisiert. Bündnisfall. Der mögliche Wahlsieg von Donald Trump verunsichert die NATO zutiefst. Wie sehr muss Europa künftig selber aufrüsten? An sich beginnt am Aschermittwoch ja die Fastenzeit, aber in der Politik ist es eine Art verlängerter Faschingsdienstag mit Büttenreden und vielen Bierkrügen. Jedenfalls seit Jörg Haider vor gut 30 Jahren den politischen Aschermittwoch von Franz Josef Strauß aus Bayern nach Österreich importiert hat. Damals hat meist Herbert Kickl die Pointen für den FPÖ-Chef geschrieben. Jetzt ist er selber Chef und hat heute Abend 2000 Fans in die Rieder-Jantornhalle geladen. Im steirischen Koblenz hat SPÖ-Chef Babler gleichzeitig probiert, den Erfolg seiner emotionalen Parteitagsrede vom letzten Juni zu wiederholen, während in der Klagenfurter Messearena ÖVP-Chef Nehammer versucht hat, staatstragend auf einen Kanzlerbonus zu setzen. Und erstmals an einem Aschermittwoch hat vorab der Bundespräsident die Redner in einem offenen Brief ermahnt. Wir alle haben es in der Hand, wie gut die Stimmung zwischen uns ist, wie vertrauensvoll und wie vergiftet. Nicht in allen Hallen wurde der Hinweis aus der Hofburg auch erhört. Es ist das jährliche Heimspiel der FPÖ. Aschermittwoch in der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis. Hier richtet der FPÖ-Chef jedes Jahr allen politischen Mitbewerbern aus, was er von ihnen hält. Wenig. Das wird eine Entscheidung sein zwischen diesen Parteien, Einheitsbrei, und ihr müsst mir verzeihen, ich habe heute ein bisschen einen Hang zu einer bildhaften Sprache, zwischen diesem politischen Swingerclub, wo es die Nehammers und die Edstadlers und die Bablers und die Koglers und die Ludwigs und die Kaisers ja in allen verschiedenen Variationen miteinander versuchen, um nicht zu sagen treiben. Die AKA, die Anti-Kickl-Allianz. Für besonders gute Stimmung bei FPÖ-Anhängern sorgen dieses Jahr die Umfragen, die die FPÖ konstant auf Platz 1 sehen. Allerdings, alle Parteien versichern derzeit, dass sie mit Herbert Kickl keine Regierung bilden wollen, was viele hier nicht nachvollziehen können. Ja, ich verstehe das nicht, warum sie mit Kickl nicht koalieren wollen, weil ich finde ihn einfach super. Das ist für mich kein Dilemma, das ist ein Zeichen, dass sie vor uns Angst haben. Und ich bin mir sicher, dass sie da dann später mal was auftut, dass die koalieren. Wir werden auf jeden Fall eine Regierung bilden mit Herbert Kickl. Hundertprozentig. Die Gläser auf! Ortswechsel in die Steiermark nach Koblenz. Im Wahljahr versucht hier auch der neue SPÖ-Chef Andreas Babler Aschermittwoch-Stimmung zu verbreiten. Er teilt aus, vor allem gegen FPÖ und ÖVP. Wisst ihr, was der ÖVP wichtig war? Was ihr ganz wichtig war? Und von dem sie sich auch fürchtet? Das ist das Binnen-I. Das ist das große Problem. Das Binnen-I ist das Gefährliche, das wir ändern müssen. Das zeigt den Anspruch der ÖVP. Durchrauschen lassen, auf die Leitpfeifen, Standardpolitik hinmachen in Österreich, alle Menschen respektlos zu behandeln. Aber das Binnen-I müssen wir bekämpfen. Fast schon traditionell streitet die SPÖ dieser Tage aber auch wieder intern. Auslöser dieses Mal ein Interview von Gewerkschafter Josef Muchitsch in der Kleinen Zeitung. Er hält wenig vom Linkskurs unter Babler. Er müsse wirtschaftsfreundlicher werden und mehr Wähler in der Mitte ansprechen, fordert er. Einige SPÖ-Anhängerinnen und Funktionäre sehen das ähnlich. Das hat auch ein Quäntchen Wahrheit, was der Beppo Muchitsch heute gesagt hat. Mir wäre lieber, wir würden das in den Gremien besprechen und das gut dann nach außen kommunizieren. Aber ja, Beppo Muchitsch, ich gebe ihm bis zu einem gewissen Grad sehr recht. Das, glaube ich, haben wir nicht notwendig, weil auch die Wirtschaft, auch der Andi kommt selber aus Semperit-Werke und Römerquelle und alles, wo er gearbeitet hat. Also der schaut sicher auch auf die Wirtschaft. Das ist wieder das Typische, so wie es bei der SPÖ immer ist. Irgendeiner zindelt immer, ob es jetzt von Burgenland ist, von Tirol oder jetzt halt der Herr Muchitsch. Es tut mir wirklich leid, dass das immer so sein muss und in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Das könnte intern diskutiert werden und muss sicher nicht über die Medien gemacht werden. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Noch etwas weiter südlich in Klagenfurt bestreitet die ÖVP ihren Aschermittwoch. ÖVP-Chef Karl Nehammer versucht es heute staatsmännischer und weniger angriffig als seine politischen Konkurrenten. Wir kämpfen um die Mitte nicht, weil es irgendein politischer Gag ist, sondern weil es unsere Überzeugung ist und weil es so wichtig ist, die Extremen zu demaskieren, zu zeigen, dass das, was sie wollen, außer Spalten nichts bringt. Die Menschen aufzuhetzen und gegeneinander zu hetzen, hat in der Geschichte nur Unheil gebracht. Es gibt keinen segensreichen Beweis für dieses Tun. Wir haben die Verantwortung, in Zeiten wie diesen die Zukunft zu zeigen. Mit wem die ÖVP in eine Regierung gehen könnte, wird auch hier unter Anhängern und Funktionärinnen diskutiert. Das klare Nein von Nehammer zur Kickl-FPÖ teilen hier nicht alle. Man wird vieles überlegen müssen. Ja. Klar ist mit Kickl nicht unbedingt ein leichtes Arbeiten, denke ich mal auch. Aber wenn es möglich wäre, darf man niemals Nein sagen. Abwarten, wie das Ergebnis ist und dann entscheiden. Warum sollte man eigentlich die Freiheitlichen total ausklammern, nur weil eine Person mit seinen Worten ein bisschen unvorsichtig ist. Unvorsichtige Worte, davon gab es am Aschermittwoch definitiv genug. Und dazu ist bei mir jetzt der Politikanalytiker Thomas Hofer live im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, Herr Wolf. Herr Dr. Hofer, wir haben uns diese Reden alle angehört. Täuscht mich der Eindruck, oder haben wir da heute drei Reden de facto zum zweiten Mal gehört? Kickls deftige Neujahrsansprache, Bablers Redefeuerwerk vom letzten Juni vom Parteitag und eine Art Softversion von Nehammers Welser Rede zum Österreichplan. Ja, absolut, genau so war es. Man hat die meisten Kalauer, die meisten Sprüche eigentlich schon gekannt, aber möglicherweise deutet das auf ein gravierendes Problem in der österreichischen Innenpolitik hin, nämlich dass der politische Aschermittwoch so speziell gar nicht mehr ist, dass diese Kalauer, diese Witze, diese Tiervergleiche eben nicht auf einen Tag quasi aus Ausgang des Faschings reduziert sind, sondern quasi wöchentlich vorkommen. Deswegen glaube ich, hat sich ja auch der Bundespräsident heute da vorab mahnend quasi zu Wort gemeldet. Und da wurde nicht überall auf ihn gehört, haben wir schon gesagt. Jetzt, was aufgefallen ist bei Herbert Kickl, es war sein zweiter politischer Aschermittwoch. Anders als Haider und Strache vor ihm kam er nicht in Tracht, sondern im Sakko. Er hat Wasser getrunken, kein Bier, ganz anders als dort üblich. Aber rhetorisch hat sich da nicht viel verändert. Aber braucht er tatsächlich den Aschermittwoch noch? Weil er hat tatsächlich so geklungen wie in jeder Kickl-Rede. So ist es. Er hat zwar die Erwartungen erfüllt des Publikums, darum geht es ja natürlich auch in der Jahnturnhalle da in Ried, ganz klar. Seit 1992 ist das so. Jörg Haider hat das ja quasi importiert nach Österreich und auch diese Namenswitze und Tiervergleiche sind von ihm schon gekommen. Und auch wenn er Wasser getrunken hat, war ganz interessant, dass es da ein paar Seitenhiebe vom Herrn Heimbuchner gab in Richtung die echten Männer, wo er auf die Burschenschaft ein bisschen abgezielt hat, dass der Herr Kickl ja nicht ist. Aber echte Männer trinken Bier. Ja, so dann ist es. Kam Kickl mit Wasser auf die also Bühne. Das war sozusagen auf dieser Ebene vielleicht ganz interessant. Aber im Zentrum stand natürlich schon seine große Erzählung des Herrn Kickl, quasi die Volksverräter, die Volksunterdrücker, wie er sie genannt hat, auf der einen Seite, inklusive aller Medien, aller Kommentatoren und des Herrn Bundespräsidenten natürlich auch. Und ihn quasi als eine Art Robin Hood des 21. Jahrhunderts, der das alles abschafft und der da quasi die Freiheit der Bevölkerung zurückbringt. Als historisch belasteter Begriff, aber als Volkskanzler. Also das hat jedenfalls gepasst, aber auf dieser Inszenierungsebene, da haben Sie recht, da war es nicht ganz auf der Ebene, wie Jörg Haider damals war. Kickl ist natürlich in der ganzen Rede immer wieder auf die Einheitsfront losgegangen, die sich gegen die FPÖ gebildet hat, auf die Anti-Kickl-Koalition. Aber er hat sich doch sehr, sehr viel mehr an der ÖVP abgearbeitet. Die SPÖ kam mehr oder weniger nur am Rand vor. Warum? Ja, ich glaube schon, dass es da ja auch dieses Match gab, das der Herr Bundeskanzler auch ausgerufen hat, zuletzt in seiner Rede. Darauf wollte Kickl auch speziell eingehen. Da versucht er sich natürlich auch an der Regierung abzuarbeiten. Babler kam zwar auch immer wieder vor, da gab es auch einige Seitenhiebe, aber er hat vor allem die gesamte Regierungsmannschaft der ÖVP, die ja ihn gerade auch als Person ins Visier genommen hat, da einfach zu seiner zentralen Zielscheibe quasi auserkoren. Das macht Sinn, als Oppositionschef quasi den anderen Oppositionschef zu ignorieren, zu sagen, ich bin der Herausforderer, das geht tatsächlich in Richtung eines aus seiner Sicht Systemwechsels und insofern macht das definitiv Sinn aus seiner Sicht. Andreas Babler ist in den letzten Wochen eigentlich weniger vorgekommen. Heute kam er tatsächlich in der Trachtenweste, er kam auch mit dem Bierkrug und er kam mit einer de facto Parteitagsrede auf Podien reden.
Das kann er, aber auch er hat sich primär eigentlich an der ÖVP abgearbeitet. Warum das? Auch das macht Sinn. Jetzt immer wieder im selben Bild. Natürlich versucht der zweite Oppositionschef genau denselben Schmäh unter Anführungszeichen wie der Herr Kickl. Gelingt aber weniger, wenn man auf die Umfragen schaut. Aber auch hier ist es klar, dass Nehammer und die gesamte ÖVP-Regierung natürlich die Zielscheibe sein muss. Auch wenn es, und da ist natürlich die SPÖ-Position nicht schlüssig in den letzten Wochen, muss man sagen, da viele Stimmen gegeben hat, von Ludwig bis Kaiser, bis hin auch jetzt zu Gewerkschaftsgrößen, die sich da an dieser Positionierung des Herrn Babler abgearbeitet haben. Ja, die gesagt haben, na, eigentlich sollte man dann schon wieder mit der ÖVP koalieren können. Insofern war das weniger klar, weniger einheitlich als die Botschaft der FPÖ, bei der es ja auch darum geht, ein Zusatz nach zuvor gegangenen Frage, um wirklich ähnliche Zielgruppen. Nicht? Da gibt es 500.000, 600.000 Wähler, um die sich wirklich direkt ÖVP und FPÖ streiten in Österreich. Jetzt, Herr Babler hat auch vor allem am Schluss die Einheit beschworen der Partei, aber diese Einheit gibt es halt auch so nicht. Möglicherweise hat er sich auch deswegen so beschworen. Die Gewerkschaft ist jetzt in den letzten Tagen in Person von Herrn Muchitsch gegen ihn gestellt hat, eigentlich gesagt hat, er muss sich zur Mitte eröffnen, er muss wirtschaftsfreundlicher werden. Es gibt diese Tendenzen hin, mehr Öffnung zur ÖVP. Andererseits gab es Herrn Doskozil, der am Sonntag erst ein großes Interview gegeben hat und die Abgrenzung zur FPÖ irgendwie aufgeweicht hat, auch rhetorisch. Man hat das Gefühl, Babler muss mindestens so sehr gegen Gegner in der eigenen Partei kämpfen wie gegen andere Parteien. So ist es. Und das ist nicht ganz neu in der SPÖ. Wir fühlen uns fast schon ein bisschen erinnert an Pamela Rendi-Wagner und auch Vorgänger von ihr. Es ist tatsächlich eine Unsitte mittlerweile in der SPÖ, jetzt mal aus SPÖ-Sicht betrachtet, dass es permanent diese Querschüsse gibt. Und es war eben einerseits Doskozil, der gesagt hat, naja, auch schon mit Blickrichtung auf die Burgenlandwahl, muss man sagen, 2025, das mit der FPÖ ist vielleicht gar nicht so eng zu sehen oder streng zu sehen, obwohl er dasselbe noch ganz anders formuliert hat beim Parteitag im Juni vergangenes Jahr. Da hat er das ja ausgeschlossen. Aber es waren eben auch die Parteigaranten aus Wien, aus Kärnten und jetzt eben auch der FSG-Chef, auch sehr mächtig in der Partei, die da Bablers Linie direkt eigentlich konterkariert haben und kritisiert haben. Es war zwar auch ein bisschen skurril vom Herrn Muchitsch, dass er eigentlich die aus der Gewerkschaft kommenden Ideen der 32-Stunden-Woche, also der Arbeitszeitverkürzung und auch in Richtung Vermögenssteuern, eigentlich sozusagen kritisiert hat an der Linie des Herrn Babler. Also da war es nicht schlüssig. Aber was übrig bleibt, Herr Wolf, und das ist das ganz Zentrale an der gesamten Geschichte in der SPÖ aktuell, das ist wohl das, dass der Herr Babler wieder als schwach dasteht, dass er das klar wird eigentlich in der Öffentlichkeit und wohl auch in der Partei, dass er da nicht wirklich am Steuer sitzt. Und das ist schon ein gewaltiger Kollateralschaden in einer Zeit, wo die SPÖ nicht wirklich umfragetechnisch vom Fleck kommt und sich jedenfalls nicht deutlich eigentlich absetzen kann von der ÖVP auf Platz 2 und dann quasi in ein Duell mit dem Herrn Kickl kommt. ÖVP, FPÖ und SPÖ waren Bierhalle. Die ÖVP hat ihre Veranstaltung auch politische Aschermittwoch genannt, aber völlig anders inszeniert. Das war sehr staatstragend, es wurde sehr viel von christlich-sozial gesprochen. Es gab sehr, sehr lange Reden vorneweg und man hat offenbar versucht, auf einen Kanzlerbonus zu setzen, den aber laut Umfragen Karl Nehammer ja gar nicht hat. Ist das gescheit? Es ist eigentlich das, was der ÖVP übrig bleibt, muss man sagen. In Inhalt war es natürlich das und war etwas ein zweiter Aufguss dieser Österreich-Rede von vor ein paar Wochen. Eigentlich fast dasselbe, nur etwas kürzer. Aber natürlich ist die ÖVP da eigentlich in einem Rennen um Platz 2. Man weiß in der Volkspartei, Kickl ist kaum mehr einzuholen, wenn nicht noch was wirklich Außergewöhnliches passiert in der österreichischen Innenpolitik. Soll schon vorgekommen sein, aber wirklich rechnen kann man damit nicht. Warum will man auf Platz 2? Warum will man mal Babler quasi schlagen? Und zwar ganz einfach deshalb, weil man damit eine Chance auf den Kanzler hat. Damit spielte auch Kickl. Das war ja auch das Wasser auf seine Mühlen, das er aufgenommen hat heute bei der Rede, in dem er eben eingegangen ist, eben auf die Gewerkschaft, auf Ludwig, auf Kaiser, die gesagt hat, naja, es wird eh schon die neue große Koalition quasi ausgerufen und ich bin der Einzige, der es verhindern kann. Und Nehammer versucht einfach mit dieser Strategie zumindest ein paar Abgewanderte in Richtung FPÖ zurückzuholen, mit sehr ähnlicher inhaltlicher Themensetzung, und damit auf Platz 2 zu kommen und damit vielleicht noch eine Chance auf den Kanzler zu haben. Trotzdem ein Unterschied zur Welser-Rede doch. Also dort war Kickl tatsächlich der ganz große Abwesende, der überall im Geschwebt ist. Es war dauernd die Rede von ihm. Auch bei Nehammer selber, der immer gesprochen hat von ihm und dass er quasi das Gegenprogramm ist und quasi der Fürst der Finsternis und dagegen Nehammer als die Kraft des Positiven. Das war heute doch anders.
Ja, er hat zwar auch in der Welser-Rede immer von dem einen Zitat gesprochen, hat selber das Wort Kickl nicht in den Mund genommen, aber im Vorspann gab es quasi Kickl-Festspiele, nicht? Das war 25, 30 Minuten, war eigentlich der FPÖ-Chef im Zentrum. Darauf ist auch der Herr Kickl heute eingegangen im Übrigen. Möglicherweise merkt die ÖVP, dass es ein bisschen übertrieben hat mit dieser Kickl-Fixierung, denn was klar ist, aus Sicht aller anderen Parteien, es ist tatsächlich in der gesamten politischen Auseinandersetzung immer die FPÖ im Zentrum und das nutzt bis zu einem gewissen Grad natürlich auch dem Herrn Kickl. Das muss man wissen, wenn man eine solche Strategie fährt, dass der gemeint ist, um im Bild zu bleiben vom Herrn Nehammer, davon eben auch profitiert. Herr Oktober, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Sehr gerne. Und wir wechseln das Thema. Der umtriebige Wiener Investor Michael Theuner ist häufig in den Schlagzeilen und in Politik und Medien sehr gut vernetzt. Wie gut? Das zeigt ein neuer Aktenvermerk der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit hunderten Chatnachrichten, etwa an das einflussreiche Verleger-Ehepaar Dichern, wird da dokumentiert, wie Theuner für seine Interessen lobbyiert hat, vom Privatstiftungsrecht bis zum Rapid-Präsidium. Der Aktenvermerk, der dem Standard, dem Podcast Dunkelkammer unter ZIP 2 vorliegt, dient als Kontext für Ermittlungen, aber enthält keine strafrechtlichen Vorwürfe, wie Ulla Gammer-Schmidt berichtet. Es sind hunderte Nachrichten und E-Mails, die die Korruptionsstaatsanwaltschaft von den Geräten des Immobilienmagnaten und Investors Michael Theuner sichergestellt und ausgewertet hat. Die Akten sind strafrechtlich nicht relevant, aber ein delikater Einblick hinter die politischen Kulissen. Die Stiftungen. Theuner hat versucht, die Gesetzeslage zu Stiftungen zu verändern, um die sogenannte B&C-Stiftung der ehemaligen Bank Austria zu knacken. In ihr sind große Industriebeteiligungen gebündelt. Theuner lobbyiert intensiv beim damaligen ÖVP-Justizminister Brandstätter und den SPÖ-Abgeordneten Wittmann und Jarolim. Brandstätter sagt, morgen sollte Tischvorlage im Ministerrat kommen. Alles wie wir wollen. Wittmann sagt, Jarolim hat unsere Punkte gebracht. Viel Chaos. Ich blicke auch nicht ganz durch. Brandstätter will heute nur noch am Rande eingebunden gewesen sein. Jarolim und Wittmann sagen, sie hätten nichts umgesetzt. So oder so, am Ende scheitern die Versuche ohnehin an den Parteispitzen von SPÖ und ÖVP. Michael Ludwig. Die Akten zeigen auch die Verbundenheit zwischen Theuner und der Familie Dichernd, die Kronenzeitung und die Tageszeitung heute kontrollieren. Im Jänner 2018 entscheidet sich in der tief gespaltenen Wiener SPÖ, wer der Nachfolger von Langzeitbürgermeister Michael Häupl wird. Zur Wahl stehen Andreas Schieder und Michael Ludwig. 3 Monate davor schreibt Theuner, der das umstrittene Projekt am Heumarkt entwickelt, an die Verlegerfamilie Dichernd: Wenn wir Michael Ludwig wirklich unterstützen sollen, was wir, glaube ich, alle wollen, dann bitte mir, wie mit Eva ausgemacht, einen Redakteur nennen. Wir könnten ihm helfen, dass er bei diesem Genossenschaftsthema, welches letzten Endes in den Zeitungen war, als der starke Mann durchgegriffen hat und alles gelöst hat. Die Kronenzeitung hat durchaus wohlwollend über den damaligen Wohnbaustadtrat Ludwig berichtet. Schieder aber wurde etwa in Kommentaren in der Krone als, Zitat, steinkalter Karrierist bezeichnet. Eva Dichern lässt ausrichten, sie unterstütze, wen sie wolle. Das nenne sich freie Presse. Und Theuner, so sagt sein Anwalt, engagiere sich nun einmal für politische Themen. Ludwig will fremde Mails nicht kommentieren. Rapid. Michael Theuner selbst strebt aber auch ein Amt an. Er will Rapid-Präsident werden. So schreibt Theuner 2018 an Krone-Miteigentümer Christoph Dichernd. Christoph, kannst du mich bei Rapid mit Krone unterstützen? Und kurz darauf bittet er auch heute Herausgeberin Eva Dichernd um Rückendeckung bei Rapid. Kannst du das, mich bei heute unterstützen? Danke. Willst du das werden? Okay. Theuner wird aber erst 2022 ins Rapid-Präsidium einziehen. Und damit ins Ausland. Offiziell ist Donald Trump Privatmann. Er hat keinerlei politische Funktion und trotzdem kann er mit einem einzigen Satz quasi Europa erschüttern. Als US-Präsident würde er nämlich keinen NATO-Partnern beistehen, die nicht genug in ihr Militär investieren, hat Trump am Wochenende bei einem Wahlkampfauftritt gesagt. Vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister heute in Brüssel hat er damit helle Aufregung ausgelöst. Wie sehr kann man sich auf den mit Abstand wichtigsten Verbündeten noch verlassen? Und wie sehr muss Europa selbst aufrüsten? Claudia Lind berichtet.
Wochenende vor Wahlkampftour in South Carolina. Donald Trump tritt auf, erzählt von einem Präsidenten, der gefragt hätte, wenn sein Land beim Zahlen säumig wäre, ob Trump es dennoch bei einem Angriff Russlands beschützen würde. Nein, ich würde sie nicht beschützen. Tatsächlich würde ich die ermutigen zu tun, was zur Hölle sie auch immer vorhaben. Donald Trump bedient mit dieser Rede den harten republikanischen Kern, macht innenpolitischen Wahlkampf. Aber er sagte schon 2018 als Präsident, er werde sein eigenes Ding machen, wenn die Europäer nicht mehr in ihre Verteidigung investieren, mindestens 2%. Weil Trump nun erneut Chancen hat, schlägt der Wahlkampfauftritt Wellen in vielen europäischen Hauptstädten, auch im Brüsseler NATO-Hauptquartier. Vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel berichtet Generalsekretär Jens Stoltenberg in einer Art Vorwärtsverteidigung von realen Fortschritten. Ich erwarte, dass heuer 18 der 31 NATO-Alliierten 2% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben werden. Das ist neuer Rekord. Der deutsche Bundeskanzler hat gerade medienwirksam mit der dänischen Premierministerin den Grundstein für eine Waffen- und Munitionsfabrik gelegt. Neu sollen in Niedersachsen jährlich 200.000 Artilleriegranaten hergestellt werden. Neue Fabriken werden gekauft, gebaut, die Produktionskapazitäten erhöht. Wir kaufen aus dem Ausland dazu. Wir tun alles, was möglich ist, und dann muss es reichen. Munition, die die Ukraine dringend erwartet. Aber trotz neuer Rekordausgaben der europäischen Staaten kann nicht so schnell und in dem Ausmaß geliefert werden, wie von den USA versprochen. So muss sich das NATO-Treffen mit einer weiteren Auswirkung des amerikanischen Wahlkampfes befassen. Die US-Ukraine-Hilfe steckt erneut im Kongress fest, nachdem das erste Paket im Senat von Trump-Anhängern abgelehnt wurde. Nun fordert der überzeugte Transatlantiker Joe Biden sofort dessen Abstimmung, um die dringend nötige Ukraine-Hilfe loszueisen. History is watching. Die Geschichte sieht zu, sagt Biden wiederholt. Und die Welt hat gehört, was Donald Trump gesagt hat. Der Transatlantiker Joe Biden und der Isolationist und Amerika-zuerst-Verfechter Trump sind im Vorwahlkampf. Das macht die NATO nervös. Bei der Siegesparade der Kansas City Chiefs nach ihrem Sieg in der Super Bowl im Endspiel der amerikanischen Football-Liga sind mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden. Das berichtet die Polizei vor einer halben Stunde. Lokale Fernsehstationen berichten von 10 Getroffenen, darunter auch Kinder. Ihr Zustand ist noch unklar. Es soll mindestens einen Toten geben. Die Polizei hat nach dem Vorfall in Kansas City im Bundesstaat Missouri 2 bewaffnete Personen festgenommen. Motiv und Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Tausende Fans haben die Super Bowl-Sieger auf der Parade bejubelt. Die Schulen sind geschlossen geblieben. Deshalb waren auch zahlreiche Kinder unter den Fans. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. Israels Ministerpräsident Netanyahu bekräftigt heute Pläne zu einem Militäreinsatz in Rafah. Zuvor werde man der Zivilbevölkerung erlauben, die Kampfzonen zu verlassen. Aus Israel heißt es auch, man sei dem Hamas-Anführer Yahweh Sinwar auf der Spur. Soldaten zeigen eines seiner möglichen Verstecke, eine Untergrundwohnung, in der etwa ein Tresor voll mit Banknoten gefunden wurde. In Indonesien wird wohl Ex-General Prabowo Subianto neuer Präsident. Nach Schnellauszählungen kommt der 72-jährige Verteidigungsminister auf 57-59% der Stimmen. Als General soll Prabowo in den 1990er Jahren an der Folter von Regimekritikern involviert gewesen sein. Die ÖVP will das Arbeitslosengeld kürzen. Konkret soll die Nettoersatzrate von derzeit 55% auf unter 50% sinken. Das Vorhaben ist Teil des ÖVP-Österreich-Plans für den Nationalratswahlkampf. Mit den Grünen kann es nicht umgesetzt werden, stellt Sozialminister Rauch klar. Auch bei SPÖ und FPÖ stößt der Plan auf Widerstand. Durch die ORF-Aktion Nachbar in Not sind in den vergangenen 2 Jahren knapp 60 Millionen Euro für die Ukraine gespendet worden. Weitere 40 Millionen sind aus dem Auslandskatastrophenfonds der Regierung dazugekommen. Das Geld wird für den Wiederaufbau der Infrastruktur und für die Bevölkerung verwendet. Erste Medaille für Österreich bei der Schwimm-WM in Doha.
Martin Espenberger holt über 200 Meter Delfin Bronze. Der Oberösterreicher, der in den USA studiert, muss sich nur dem Japaner Tomoru Honda sowie Alberto Razzetti aus Italien geschlagen geben. Herzlichen Glückwunsch und wir schauen jetzt noch schnell auf die Wetteraussichten. Sehr mild ist es derzeit. Die vergleichsweise hohen Temperaturen haben in der Natur landauf, landab die Frühlingsboten sprießen lassen. Mild bleibt es auch morgen mit meist zweistelligen Plusgraden. Im Westen und Süden scheint zeitweise die Sonne. Sonst beginnt der Tag trüb und vereinzelt mit Regen. Am Nachmittag lockert es dann auch hier auf. Mild geht es in der Folge weiter. Der Freitag bringt eine Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. Am Wochenende ist es dann unbeständig. Vor allem am Samstag regnet es verbreitet und kräftig. Und damit verabschieden wir uns für heute von allen, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Bei uns in OF2 geht es jetzt im philosophischen Forum bei Barbara Stöckl und Konrad Paul Liesmann um Liebe, Hass und Rache. Liebe, Hass und Rache, wie sehr treiben uns unsere leidenschaftlichen Gefühle vor sich her? Was heißt das für unsere persönlichen, aber auch gesellschaftlichen und politischen Konflikte? Ist die Rache die allzu menschliche Reaktion auf Kränkung, Gewalt und Krieg? Brauchen wir das Verzeihen, um Konflikte zu beenden? Liebe, Hass und Rache, müssen wir alles verzeihen? Ein philosophisches Forum mit spannenden Gästen in wenigen Minuten. Und auch die ZIB3 widmet sich heute nochmal dem politischen Aschermittwoch mit dem Politologen Peter Filzmeier im Studio ab 22.49 Uhr in ORF1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.